Hallöchen, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und heute werden wir wieder mit Ulrike kreativ. Ich wollte ja eigentlich unbedingt heute etwas machen und zwar mit unseren nagelneuen Stanzen. Ja, und zwar hier, diese, wie ihr seht, als Design-Team-Mitglied, ja, komme ich natürlich ein bisschen früher an die Sachen dran als ihr. Schließlich soll ich ja auch ein bisschen was damit basteln können, um euch dann irgendetwas zu zeigen. Und die waren so neu, dass noch nicht mal der Einleger da war. Ja, deswegen, also nicht wunder, dass es jetzt hier gerade ohne Einleger ist. Ihr bekommt das natürlich auch in ganz, ganz super schick mit Einleger. So, aber ansonsten, ich wollte auf jeden Fall hier diese coolen Wellenrandstanzen verwenden. Und die gibt es hier in diesem Dreier-Set. Ich zeige sie euch gerade trotzdem nochmal, auch wenn ich sie euch verlinke und überhaupt. Und ich finde die einfach so cool. Das da ist meine absolute Lieblings, meine Lieblingsstanze davon. Und die werden wir auch verwenden, denke ich, oder? Ja, ja, wobei, naja, schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir auch die andere. Mal gucken. Also, auf jeden Fall, ich finde die mega toll. Und die wollte ich heute unbedingt mal verwenden, und zwar mal ein bisschen anders. Und ich wollte es auch mal so einfach wie möglich mal machen, ohne dass man irgendwie viel Schnicki-Schnacki braucht mit irgendwelchen Farbstiften und ich weiß nicht was alles, ja. Und da habe ich mir jetzt einfach so mal hier diese super coole Stanze genommen. Und hier so ein Refiller von uns. Und zwar ist das hier das Gingerbread. Und habe mir außerdem gedacht, wir könnten außerdem hier noch mit Pale Turquoise arbeiten. Das fand ich ganz cool. Und ja, was soll ich sagen? Mir war es irgendwie nach Hundi. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, Türkis für das Halsband, wollte ich gerade sagen, also für das schöne Bändchen. Und ja, der Hundi wird einfach mal hier in diesem Gingerbread getauft. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter lang großartig noch Ruhm erzähle, starte ich den Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns gleich wieder.
aus der Nähe. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich euch das aus der Nähe zeige, bin ich auch irgendwie immer viel zu schnell und viel zu hektisch. Ja, ansonsten, ihr könnt das auch nochmal bei mir auf dem Instagram-Account sehen. Da könnt ihr das nochmal sehr, also deutlich sehen, weil da fotografiere ich das immer nochmal nett ab. Ja, also dort auf jeden Fall nochmal reinschauen und dann könnt ihr dort nochmal gucken. Und ansonsten ist das ja, wie gesagt, unser fertiges Kärtchen. Da ich es jetzt allerdings ein bisschen langweilig finde, also nicht wirklich langweilig, aber mir fehlt noch so ein gewisser Kick. Und da habe ich gedacht, wir machen hier nochmal was Glitzermäßiges drauf. Und dann nehme ich hier dieses Liquid Stardust. Das muss man ordentlich schütteln, weil hier setzt sich immer dieses Liquid-Zeugs halt ab. Und das ist genauso wie eigentlich wir jetzt auch schon die Farben für unser Huni und hier für die Hundepfötchen und so weiter verwendet haben. Ja, nehmen wir einfach uns etwas hier runter von diesem Liquid Stardust. Wow. Na komm. Hallo? Echo. Okay, das hier oben hat sich wohl so ein bisschen eingetrocknet. Das heißt, Moment. Das muss ich erstmal kurz lösen. Ja, da haben sich diese kleinen Pigmente hier oben irgendwie reingesetzt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber, oh, habt ihr es gesehen? Ich habe mich direkt mal in den Finger gestochen. Autsch! Ja, das mache ich alles nur für euch, ne? Das ist hoffentlich jedem klar und ihr wisst es zu schätzen und hinterlasst mir deswegen ganz viele Kommentare mit guter Besserung, liebe Manu, und ja, und Pusten und so und außerdem natürlich noch ganz viele Herzchen und so. Nein, es war natürlich nur ein Scherz, aber ja, ihr wisst, wie es ist. So, jetzt kommt hier auch was raus und ihr seht, dass das so richtig schön Glitzer. Ich hoffe zumindest, dass ihr das sehen könnt, weil auf der Kamera ist das Glitzergedöns ja meistens eher schlecht zu sehen. So, wir nehmen einfach das Ganze hier auch mit dem Pinselchen auf und dann klickern wir einfach nochmal ein bisschen hier drauf. Und das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich finde, das sieht gleich viel netter nochmal aus, wenn halt noch irgendwie was glitzert. Ja, also ich mag es, wenn es glitzert. Eigentlich kaum zu glauben, ne? Ja, ich hoffe, die Kamera nimmt es mal irgendwie auf. Also ich finde dieses Liquid Star, das ist echt cool. Und das müsste man natürlich jetzt nicht drauf machen. Das ist jetzt schnicki-schnacki von mir. Aber ich hoffe, es gefällt euch genauso. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bitte bleibt kreativ und gesund. Und schaltet wieder nächste Woche ein, wenn Stempeldreams wieder dabei ist. Und danach bin ich wieder an der Reihe. Also, schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.